Guten Tag. Ja, guten Tag, Herr Lorios. Ja, Ja. richtig. Ja. Also, ich bin Jonas Hoffmann aus globalen Finanzmarkt. Hallo meine lieben Freunde meines Kanals und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht der Trading-Betrug weiter. Ich habe euch heute zwei verschiedene Callcenter mitgebracht, die wieder versuchen, ganz tief in unsere Tasche zu greifen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen beiden neuen Telefonaten. Aha. Sie haben sich erfolgreich bei uns registriert und ein Handelskonto erstellt, richtig? So, wie heißt denn die Seite? Wie? So, wie heißt denn die Seite? Die Seite? Ja. Also, das ist die Globalfinanzmarkt. Ich kann mich nicht an der Seite erinnern, Global Finanzmarkt. Also, Sie haben eine Werbung gesehen und sich registriert. Ja, und wo habe ich mich da Also, registriert? das ist die Oil Profit. Sagt mir Erinnern Sie nicht. sich? Nö. Oil Profit. Sagt mir nicht. Also wegen Krieg in Ukraine ist das Oil jetzt sehr aktiv, ne, zum Profit machen, also zum Traden. Aber ich will Und Sie mich ja haben nicht sich an, ich erfolgreich will mich ja nicht an dem Leid von anderen Leuten bereichern. Sowas gehört sich nicht. Also Sie haben auch Ihre meine Frage nicht beantwortet, auf welcher Seite ich mich registriert habe. Ja, habe ich gerade gesagt, bei Old Profit. Ja, aber das war doch nur eine Werbung. Ja, das war eine Werbung und Sie haben sich da registriert. Also. Aha. Ja, da versucht er uns das jetzt hier zu erklären, wo wir uns angeblich angemeldet haben. Ölprofit, ja, das ist tatsächlich so eine Werbeseite, wo man sich nicht eintragen sollte, weil letztendlich rufen danach nur 1000 verschiedene Callcenter an, um euch irgendwie dann so einen Quatsch wie hier wieder anzudrehen. Aber hier, das mit diesem netten Mitarbeiter hier aus dem Callcenter wird wieder richtig interessant. Weil jetzt versuchen wir mal ein bisschen was über seine Firma rauszukriegen. Naja, aber man kann sich ja wieder vorstellen, in welche Richtung das Ganze hier dann wieder abdriften wird. In keine seriöse. Und Also ich bei höre wem bin ich jetzt? globalen Finanzmarkt. Also Ihre Firma heißt Globaler Finanzmarkt. Genau. Aha. Und ist das eine Also Kapitalgesellschaft oder eine Aktiengesellschaft oder eine GmbH? das ist So, reden Sie nur auch noch oder kommt er nicht mehr? Sie haben Ihr Mikrofon ausgemacht. Also hören Sie mich? Jetzt höre ich Sie wieder. Also, haben Sie Erfahrung in diesem Ich Bereich habe oder Ihnen etwas eine Ihre? Frage gestellt. Heißt Ihre Firma Haben Sie mich mal Global Finanzmarkt und dann AG oder GmbH oder weiß ich nicht? Ja, das ist wieder ziemlich typisch für diese Trading-Betrüger oder ja, Callcenter-Abzocker hier. Die können einfach keine einfachen Fragen beantworten. Aber naja, die wollen letztendlich Geld von euch. Und das ist das Gruselige an der Geschichte. Die wollen eure Kohle haben, aber irgendwie mal was am Telefon erzählen und ja mal darüber aufklären, was das hier genau eigentlich ist und wie das läuft und was man da machen muss, das können die alles nicht. Aber ja, darum geht's ja auch nicht, weil letztendlich sollt ihr da bei denen nur Geld einzahlen. Ja, und das möglichst ohne irgendwelche Fragen zu stellen. Denn jede Frage, die beantworten müssen, ja, können sie einfach nicht beantworten, weil, ja, ist einfach nicht in der Schulung vorgesehen. Letztendlich geht es nur darum, dass man, ja, einzahlen soll und mehr nicht. Also das, Weil dann google ich mal nach Ihrer Firma, dass ich mir mal ein Bild machen kann. also das ist, Moment, es gibt kurz technische Probleme. Einen Moment warten Sie, ja? Technische Probleme. Also ich höre kündigt um technische Probleme. Ja, da sind auch keine technischen Probleme. Die einzigsten technischen Probleme, die wir hier haben, ist wohl der Mitarbeiter selbst. Denn so wie sich das jetzt hier ja angehört hat oder wie ich das denke jetzt, wird er einfach wieder irgendeine Kollegin im Hintergrund fragen, die ganze Zeit mithört, was er jetzt da überhaupt drauf antworten soll. Ja, er weiß nämlich jetzt schon nicht mehr weiter. Und das gleich direkt zu Beginn des Gesprächs eigentlich. Naja, gut, aber wir wissen ja, auf was das hier hinauslaufen soll. Eigentlich nur euren Geldbeutel erleichtern. Das ist nur das Problem. Hallo, wie heißt denn nur die Firma genau? Dann würde ich mir die So, Firma mal jetzt, ja. angucken. Ja. Also, unsere Firma ist eine Online-Handelsfirma, ne? Online-Trading, Online-Handelsfirma. Ja, aber danach habe ich ja jetzt nicht gefragt. Ja, also wegen technischer Probleme habe ich nicht alles gehört. Ja, ich habe gefragt, was Sie für eine Firmierung haben. Sie haben gesagt, Ihre Firma heißt Global Finanzmarkt.
Und genau. Und dann AG, GmbH oder KG oder eine Limited oder weiß ich nicht. Also nichts davon. Also wie sind nur die Online-Handelsmarkt, ne? Also. Na, ich dachte, sie heißen Globalfinanzmarkt. Ja, Globalfinanzmarkt, wo sie können online handeln, ne? So heißt die Firma. Das ist, ja. Das ist der Name. Ja. So. So globaler Finanzmarkt. Ja, einfach. Aber wenn ich das ingebe, dann kriege ich ja keinen Firmennamen. Also das ist ja nicht die Firma. Also wie? Ja, GmbH oder AG oder... Ja, GmbH, ja. Also Global Finanzmarkt GmbH. Ja, GmbH. Ja. Dann gebe ich das jetzt hier mal in. Ich kriege jetzt immer vorschlagen, GmbH und Co. KG oder nur GmbH? Nur GmbH. Okay, dann gucke ich das mal. Also, Sie werden also, das bald mit Ihnen, mit Ihrem eigenen Experte das alles beantworten. Ja, aber die Firma gibt es so nicht. Also, bei uns kriegen sogar Sie auch eine eigene Finanzexperte. Ja, aber ich finde Ihren Firmennamen nicht. So wie Sie mir Ihren eigenen Firmennamen sagen, finde ich Ihre Firma nicht. Einfach nicht im Google finden, ne? Also, das... Also, wenn Sie sagen, Sie heißen Global Finanzmarkt GmbH, dann muss ich Sie auch unter diesem Namen bei Google finden. Richtig, weil alles andere macht ja wohl irgendwie gar keinen Sinn. Ich meine, welche Firma steht nicht bei Google drin und will gefunden werden? Und vor allem, welche Webseite kann man angeblich nicht bei Google finden? Das macht ja alles von vorne bis hinten wieder überhaupt gar keinen Sinn, was der hier von sich gibt. Ja, das scheint mir so, als wäre der hier einfach nur wieder neu und weiß überhaupt gar nicht, wie er mit den Kunden hier umgehen soll und was er da überhaupt sagen soll. Tja, einfach nur hoffnungslos überfordert. Aber gut, ich hoffe, dass der definitiv dadurch eine ganze Menge weniger bis gar keine Abschlüsse macht. Also, wie sind du online? Also, wir haben... Naja, ich hab's doch online eingegeben. Ich habe jetzt hier nicht im Telefonbuch geguckt. Ja, dann sollten Sie doch auf zu uns kommen, ne? Ja, aber wenn ich eingebe, Global Finanzmarkt GmbH, dann kommt da nichts. Also, da kommt ganz viel, aber die Firma gibt es nicht. Also, ich weiß es nicht, warum Sie das nicht finden können. Also, ja, wir sind einfach so eine online... wie kann ich Sie denn bei Google finden? Also ich glaube, Sie können nicht das über Google finden, ne? Das ist weil eine Plattform, ne? Das aber spielt ja keine Rolle. Also jedes seriöse Unternehmen finde ich bei Google. Also ohne Wenn und Aber. Also. Wollen Sie jetzt bei uns Ihre Konto aktivieren lassen, oder nicht? Nee, garantiert nicht, weil das hört sich nach Betrug an. Also Sie kriegen bei uns eigene Finanzexperten, der... Ja, ich brauche keinen Finanzexperten, den ich nicht finden kann. Moment, ja, einen Moment bleiben Sie dran, ja? Ich mach gleich, okay? Doch, dann gucken wir mal, was jetzt für eine Geschichte kommt. Hallo, ist da noch einer dran? Hallo, dein Mikrofon ist wieder aus. Hey, Richard, was ist denn du jetzt hier? Ich dachte, du holst mir mal da einen ran, der ein bisschen Ahnung hat. Aber du redest ja nicht mehr mit mir. Also, jetzt. Ja. Also, unser Plattform ist das, die Altima, ne? Ich dachte, er heißt Global Finanzmarkt GmbH. Ja, wie heißt es so? Aber unsere Plattform ist Altima und unsere Partner sind Bitpanda, Nuri... Ja, mich interessieren nur nicht die Partner, mich interessieren, wie ihr heißt. Ja, so, Altima, wie finde ich jetzt euch bei Google? Wie? Ja, wie finde ich denn euch jetzt nur bei Google? Also, schreiben Sie einfach Moonpay in Google oder so, dann sehen Sie unsere Plattform. Nee, also Moonpay sind ja nicht Sie, das ist ja Quatsch. Moonpay ist eine Krypto-Tauschbörse. Moonpay ist unser Partner. Nee, ich wollte nicht Ihren Partner wissen. Mich interessieren Ihre Partner, mich interessieren Ihre Partner. Ja, also wenn Sie, haben Sie nicht mal eine Webseite oder was? Also, hallo, ich habe eine Frage gestellt. Haben Sie nicht mal eine Webseite oder wie? Wir haben. Mach denn, sag der Webseite. Schreiben Sie einfach nuri.com. Das müssen Sie mir buchstabieren. Das gehört uns, das ist unser Plattform. Ja, dann buchstabieren wir. N-U. Ein N wie? Ein N wie? Moment. N wie. Nudelsuppe. Niemand, ne? Ein N wie Nudelsuppe. Ja, N wie Nina. Ja, und dann? U wie Uwe. Ein U wie unterirdisch. Ja. Ja. R wie Richard. Warte, ein R wie Rudelbumsen. R wie Richard, ja. Hm. Und I wie Ida. So ein I wie Ida. Wie Irrenhaus. Ja. Ja.
.com. .com. Also ein C, also wie so ein halbes O, dann kommt ein ganzes O und dann kriegst du hier so ein Kamel mit zwei Buckel. So. Dann gucken wir mal hier. So, jetzt bin ich auf nuri.com. Also das ist hier so eine Seite mit so einem Kaktus drauf. Ja. Da hat einer ein Handy ins Kaktus gesteckt. Ja, so. Genau. Und nun gehen wir mal zu euer Impressum. Wo habt ihr denn das Impressum versteckt? Ganz unten, da steht Imprint. So, da hab ich mal drauf gedrückt. So. Na, aber da hast du mich ja voll verloren, wa? Weil im Impressum steht nicht Finanz, Global Finanzmarkt GmbH. In eurem Impressum steht Nuri GmbH. Willst du nicht mal wieder deine eigene Firma heißt oder was? Also, wir sind also allgemein die globalen Finanzmarkthandel. Ja, aber du kannst doch nicht sagen, dass ihr Global Finanzmarkt GmbH heißt und dabei heißt du doch nicht mal so. Du, hier steht Nuri GmbH. Das ist ja komplett verarscht, was du mir erzählt hast. Also, ich verarsche sie nicht. Also, ich habe gesagt, wie das ist. Also. Ja, also, ich weiß es nicht. Irgendwie war es hier auch schon der dritte oder vierte Name. Ich meine, Global Finanzmarkt GmbH, Global, ja, irgendwas, dann Nuri jetzt auf einmal, dann waren sie schon MoonPay, dann ist MoonPay auf einmal ein Partner und dann haben sie noch ganz viele andere Partner, aber deren Webseite kann man nicht finden und wenn man sie dann doch gefunden hat, dann stehen da ganz andere Sachen drauf. Oh Mann, und die nehmen sich da selber für ernst? Das muss doch dem eigentlich schon mal auffallen, wenn der da so durcheinander ist und gar nicht weiß, was er da überhaupt antworten soll. Weiß ich nicht. Also das kann mir doch keiner erklären, dass der nicht weiß, dass das Betrug ist, was er da selber am Telefon eigentlich durchzieht. Ich finde es einfach nur unterirdisch, weil irgendwie, keine Ahnung, die nehmen sich da selbst irgendwie für ernst. So habe ich das Gefühl. Und er meint ja auch, er verarscht mich hier nicht. Aber warum erzählt er mir denn die ganze Zeit irgendwelche Geschichten von irgendwelchen Firmennamen, die ja immer wieder dann andere Firmennamen werden? Ich weiß es auch nicht, was der hier eigentlich mir hier genau sagen will am Telefon. Ja, außer dass das Betrug ist. Na, aber natürlich ist das Verarsche. Du sagst mir einen ganz anderen Firmennamen, als auf eurer eigenen Webseite steht. Du musst dir doch mal einig sein, wo du arbeitest. Ob du bei Global Finanzmarkt GmbH arbeitest oder bei Nuri GmbH. Also ich arbeite bei globalen Finanzmarkt. Ja, und warum zeigst du mir eine fremde Webseite? Weil wir haben nicht unsere eigene. Ich sag Ihnen doch, wir haben Partner. Na also, ja, also wenn ihr nicht eignet habt, dann ist das für mich Betrug. Also das ist nur Betrug. Das ist Abzocke, kriminell und nicht anderes. Das ist total der Arsche. Wenn du von mir Kohle haben willst, dann musst du mir eine vernünftige Webseite zeigen können, die deiner Firma hier hat. Ich kann nicht mal retten, wie soll ich das machen? Ja, sie zeigen mir ja nicht. Sie zeigen mir fremde Webseiten, die nicht Ihnen gehören. Ja, sie stellen 1000 Fragen und lassen mich nicht mal beantworten. Naja, bis jetzt kommen mir nur Kacke, wenn ihr was beantwortet hast. Das ist doch nicht sinnvoll. Warum interessiert dich, wo wir in Google sind, wie heißt und was? Na, weil ich mich über die Firma informieren will, wo ich Geld drin zahle. Ich zahle doch nicht Geld irgendwo drin, wo ich nicht über die Webseite sehe. Wenn Sie irgendwas investieren möchten und damit ihr Geld arbeiten möchten, das ist was anderes. Aber wenn Sie so 1000 Fragen stellen, da kann ich leider nicht beantworten. Ja, also das sind dann Betrüger, die nicht antworten können. Ja, okay, dann wissen Sie so. Ja, also sind Sie ein Betrüger. Dann machen wir das geklärt. Ja. Perfekt, dann wissen Sie Bescheid. Natürlich seid ihr Betrüger. Wenn Sie uns vor allem der absolute, ihr seid Betrüger. Du bist ein krimineller Betrüger. Ja, ich würde sagen, den haben wir jetzt so lange überfordert, bis er auflegen musste. Tja, aber jetzt mal ganz im Ernst. Mal hier Butter bei der Brotbüchse. Der will mir jetzt hier wirklich erzählen, dass, wenn ich Fragen stelle, dann ist das zu viel und dann muss er jetzt auflegen, weil das kann er alles nicht beantworten und das ist hier nicht seine Aufgabe. Und hä? Also ich dachte, er ruft ja eigentlich an, also das war ja der Ursprung des Anrufs, dass er mir hier helfen kann, mich zu bescheißen. Und nun kann er mir nicht mal Fragen beantworten, währenddessen ich beschissen werden soll. Oh Mann, und die Leute, die wollen hier eure Kohle haben. Da muss man sich immer wieder darüber im Klaren sein, was die hier eigentlich abziehen. Ich find's immer wieder einfach nur unterirdisch. Aber gut, machen wir mal weiter mit dem nächsten Telefongespräch. Spreche mit Herr Loris Knusprig. Knusprig, ja? Mein Name ist Tomasin, ich rufe Sie vom Finanzspital FX. Sie haben heute gemacht eine Registration über Bitcoin Trading am Bitcoin-Plattform, ja? Was, heute? Nee. Ja, das ist richtig. Nee. Sie,
Wieso? Ich habe hier in meinem Computer, in unserer Plattform, bei unserer Firma, es sagt, Herr Loris Krusnik hat gemacht... Knusprig. Ja, Knusprig hat gemacht an halb elf eine Registration. Ja, aber nicht über heute. Über Online-Trading, über Bitcoin. Ja, aber nicht heute. Nicht heute? Nee. Und wen haben Sie gemacht, diese Registration? Ja, weiß ich nicht, das ist schon über 14 Tage her. Ah, okay, aber Sie haben ja ein bisschen Erfahrung gemacht, ein bisschen Interesse verdienen oder haben Sie gar nicht gemacht über diese, über Online-Trading, Herr Knusprig? Knusprig. Ja. Sie sagen immer meinen Namen falsch. Wie bitte? Sie sagen immer meinen Namen falsch. Sie haben gemacht Ihren Namen falsch. Nein, Sie sagen immer meinen Namen falsch. Knusprig, ja? Nein, Knusprig. Knusprig, ja, jetzt ich verstehe. Ja. Und Sie sind richtig interessiert jetzt über diese Bitcoin-Trading, ja? Wie meinen Sie das? Sie sind interessiert in dieser Registration, wo Sie haben gemacht, über Bitcoin-Trading. Ja, aber ist ja schon 14 Tage her. 15 Tage? Hallo, bitte? Ja? Hören Sie mich? Ich möchte Sie hören, ja. Wie bitte? Ja. Ja, in 15 Tagen haben Sie gemacht eine Operation, oder? Nee, ich kann nicht operieren. Dafür habe ich gar keine Zulassung. Wie bitte? Dafür habe ich keine Zulassung. Ich verstehe das nicht. Haben Sie keine Zeit? Nee, ich habe keine Zulassung zum Operieren. Aha. Oh ja, Sie operieren nichts. Ich operiere nicht, nee. Ah, okay. Sie haben ein bisschen Zeit über diese... Ich brauche nur paar Minuten über unsere Firma Finanzkapital FX mitzuteilen, ein paar Informationen. Ja, dann los mal schieß. Wie bitte? Dann los mal schieß. Okay. Oh, und Sie können warten nach 120 Minuten, wenn Sie wollen. Wir haben einen Spezialisten über dieses Thema und Sie können reden mit der besser, wenn Sie Interesse haben. Wegen diese Operationen jetzt sind sehr, sehr, sehr hoch. Wegen die Krieg am Russland gehen. Mit dieser haben Sie wissen die Bitcoin Preis heute, ja? Aber der Krieg, der ist doch da schon über 7 Jahre. Wie bitte? Der Krieg ist doch da schon über 7 Jahre. Ja, ich weiß, mit Krimea, aber die richtige Konflikt ist jetzt der letzte 20. Tag. Nö, der ist schon seit 7 Jahren exakt gleich, da ist nichts seit 20 Tagen anders. Ja, das ist alles gleich schon immer. Wie bitte? Das ist doch da schon die ganze Zeit so, nicht erst seit ein paar Tagen. Ah, okay, ich verstehe das, aber jetzt, ich zeige, weil diese Kriege, die Preise von Bitcoin und von alle Kryptowährungen, ist hoch. Verstehst du, weil ich spreche über den Krieg. Ich bin nicht ein Spezialist über Krieg. Ich bin ein Spezialist über Kryptowährungen. Aha. Ich mache Operationen über das. Also sind Sie Arzt? Hallo? Doktor? Dr. Bitcoin? Hallo? Oder Dr. Krypto? Hallo? Hallo? Ja, und jetzt, Herr Knusprig, wo sind Sie bitte? Wo ich bin? Ja. Auf der Toilette? Zu Hause, zu Arbeit oder zu Büro. Ja. Hallo, Herr Knusprig. Mehr oder weniger alles richtig, aber jetzt bin ich, wie gesagt, auf der Toilette. Wie bitte? Was denn? Sie wollten mir doch irgendwas erklären, oder nicht? Ja, ich erkläre auch. Ich habe Ihnen gesagt, über diese Registration, über Online-Trading. Für diese ist schon für Sie. Und das waren jetzt alle Informationen, oder wie?
Ja, genau, so sieht's aus. Das scheinen jetzt hier alle Informationen gewesen zu sein, die er mir mitteilen wollte. Tja, unser Dr. Krypto hat wohl keine Ahnung von Bitcoin. Ich weiß es auch nicht. Naja, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr so von der Blitzbirne oder von den beiden Blitzbirnen hier gehalten habt. Ja, wer möchte, noch ein Däumchen nach oben, den Abo-Button drücken, ihr wisst ja Bescheid. Hier ist noch eine Playlist mit jede Menge Auswahl und weiteren Videos auf dem Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.